Hallo zusammen. Heute zeige ich euch, wie ich das tolle Steinofenbrot mache. Ja, ich habe nicht nur das eine Brotrezept, wo ich mit Soda mache, sondern ich habe jetzt ein neues Rezept, und zwar das ist mit Sauerteig. Und wie letzte Woche schon gesehen im Film, im Video von uns, möchten oder haben wir letzte Woche das erste Mal die Petschka den Steinofen ausprobiert und haben dort Brot drin gebacken. Das ist sehr, sehr herrlich geworden und so fein. Ja, und das dürft ihr euch jetzt einfach anschauen, wie ich das alles gemacht habe. Viel Spaß dabei. So, jetzt geht's ans Brotbacken und ich mache heute ein anderes Brot, und zwar mit Sauerteig. Ich habe hier einen Sauerteig angerührt und habe den auch schon stehen gelassen. Das Rezept, das tue ich euch auch unten einfach mit reinstellen in die Videobeschreibung. Ja, was brauchen wir heute einfach? Mehl brauchen wir. Aber die ganzen Angaben findet ihr einfach auch nochmal in der Videobeschreibung unten drin. Dann könnt ihr das nachlesen. Wir brauchen Öl, wir brauchen Salz, Honig und warmes Wasser. Das haben wir hier in der Kanne drin. Und dann legen wir einfach mal los. Gut, als erstes machen wir das warme Wasser rein. Das warme Wasser mache ich deswegen rein, damit der Honig ein bisschen schmilzen kann, den ich jetzt auch reinmache. Das sind 2 Esslöffel. Genau, und dann können die da drin schmilzen. Aha. Geh rein. So, jetzt kommt unser Sakwaska rein. Und zwar mache ich jetzt hier, sind es 300 Gramm rein. Sonst mache ich immer 200, je nachdem was für ein Brot. Aber die Angaben, wie gesagt, findet ihr in der Videobeschreibung. Das messe ich jetzt aus. Heute brauchen wir die 300. So, wir haben jetzt 200. Und 300. So. Genau, das Ganze wird jetzt einfach umgerührt. Ja, dann kommen 3 Teelöffel rein, pro Brot 1 Teelöffel Salz. Gut. So, und dann brauchen wir Öl, 2 Stück pro Brot, also 6 Stück brauchen wir. 6 Esslöffel, 1, 6. Gut, wenn das schön vermischt ist, dann kommt jetzt noch das Mehl dazu und dann mache ich einfach die Flüssigkeit zum Mehl rein. Ja, mit 3 Brotlaibe wird das hier schon eng, aber das funktioniert. Und jetzt wird das alles schön umgerührt. Wenn ich das umgerührt habe, dann knete ich das jetzt einfach weiter mit der Hand. Und eigentlich arbeitet man dann auch einfach von außen nach innen immer rein, auch nachher. Das bleibt ja dann eine Weile stehen. Wenn das jetzt schön verrührt, verknetet ist, bleibt es eine Stunde stehen zum, wie nennt man das, Ziehen. Das zieht dann erstmal. Und dann wird das nochmal umgeknetet, dann bleibt es nochmal eine Stunde stehen. Ich mache das meistens so 3 Vorgänge. Dann fülle ich das in die Formen ein. Und dann lasse ich es auch nochmal stehen. Und dann kommt es in den Backofen rein. Und heute versuchen wir das in die Petschka reinzustecken. In das vorgesehene Backofenloch, das wir euch letzte Woche gezeigt haben, oder am Samstag. Genau, und wir sind gespannt, wie das Brot wird aus dem Backofen. So, jetzt darf das eine Stunde gehen und dazu lege ich einfach ein Handtuch drauf und stelle das an einen warmen Ort und dann sehen wir uns in einer Stunde wieder. In der Zwischenzeit, wo das Brot aufgeht, haben wir natürlich die Petschka, den Ofen, den Steinofen, schon gut vorgeheizt. Jetzt haben wir schon ein paar Mal den Teig umgerührt
oder geknetet. Ich kann es euch nochmal zeigen. Der ist so luftig. Der wird dann immer von außen in die Mitte reingeknetet. Und dann wird es ein richtig schöner, geschmeidiger Teig. Und luftig. Sehr fein. Genau, der andere auch. So, immer von außen in die Mitte rein. Als nächstes machen wir sie in die Förmchen rein. Also ich habe hier in Russland solche Alugussförmchen. Die sind echt klasse. Und da kommt auf den Boden ein bisschen Öl rein. Ich nehme das gleich noch von dem. Dann wird es einfach verstrichen. Dass es nicht dran kleben bleibt. Ja, und dann habe ich hier vom Brot, was mal übrig geblieben ist, getrocknet war, habe ich einfach Semmelbrösel gemacht. Und die Semmelbrösel mache ich einfach jetzt unten auf dem Boden, dass das einfach nicht anklebt. Schmeiß es rein, schüttel es einfach hin und her, dann klebt es unten nicht an und dann kommt es auch besser raus, wenn man es dann rausholt. So, machen wir es bei einem anderen auch noch. Hier ein bisschen rein. Hier ein bisschen rein. Kommt dein fleißiger Helfer noch mit? So, jetzt müssen wir gerade gucken, muss ich in drei Teile teilen. Jetzt machen wir den einfach zusammen. So. Und dann tun wir in den Schüsseln die rein. Genau, und dann tun wir sie dort rein. Die müssen wir bloß in drei Teile. Ja? So, jetzt gucken wir mal, ob wir drei Teile kriegen. So, ich mache das einfach mit den Händen hier. Durch. So, da haben wir einen Teil. Den stecken wir jetzt hier rein. So. Dann teilen wir nochmal. Und in der Zwischenzeit schauen wir nochmal in unseren Backofen rein. Denn das Brot, wo ich jetzt in die Förmchen gemacht habe, das muss jetzt nochmal ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde nochmal ein bisschen aufgehen. Und dann kann es nämlich im Backofen. Und ja, ihr seht hier, also glüht richtig schön. Das muss man jetzt natürlich noch ein bisschen runterglühen lassen. Und dass es auch nicht zu arg heiß ist, sonst verbrennt das Brot. Gucken wir mal drunter. Ja, es ist schön aufgegangen, das Brot. Und es ist bereit, jetzt in den Backofen zu kommen. Ja, das war unser erster Versuch. Das Brot in den Ofen reinzuschieben. Schön vorgewärmt. Es ging auch ruckzuck, dass das ganz schnell fertig war. Und bei der nächsten haben wir dann, bei den nächsten zwei haben wir ein bisschen weniger Glut drin gelassen. Hier sieht man, wie es schön aufgegangen ist. Und dann wollen wir es mal rausholen. Schauen wir es uns mal an, wie es geworden ist. Ja, also sehr fein aufgegangen, durchgebacken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schenkt mir gerne wieder einen Daumen nach oben. Schreibt mir unten in die Kommentare rein. Vielleicht gibt es Anregungen, Verbesserungsvorschläge. Ich bin immer offen. Oder vielleicht habt ihr auch noch ein schönes oder tolles Rezept, wo ihr immer gerne macht, wie ihr Brot backt. Das würde mich natürlich auch interessieren. Ja, das Brot wurde ganz schnell aufgegessen. Kaum war es aus dem Ofen draußen, war es auch schon weg. Also es hat wunderbar geschmeckt. Und ja, viel Spaß. Wer vielleicht von euch auch einen Steinofen hat, kann dieses Brot ausprobieren, uns berichten, mir berichten. Ich freue mich drauf. Dann wünschen wir euch noch ein schönes und gesegnetes Wochenende.
Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.